Lieber Suat, schön, dass du bei unserem Videoprojekt Anwerbeabkommen mitmachst. Wir haben dieses Jahr das 60-jährige Jubiläum zwischen Deutschland und der Türkei. Was verbindest du mit dem Begriff Anwerbeabkommen? Ja, Anwerbeabkommen ist natürlich mit meiner Familiengeschichte und mit meiner persönlichen Geschichte direkt verbunden. Dadurch bin ich ja eigentlich in Deutschland die letzten 50,5 Jahre. In den 60er Jahren, wir reden ja von 60 Jahren, das heißt von 61 bis 2021, das Anwerbeabkommen. Und mein Vater war schon mal für ein Jahr, so wie es ja vorgesehen war beim Vertrag zuerst, dass man eben nur ein Jahr in Deutschland arbeitet und dann eben neue Leute nach Deutschland wieder zum Arbeiten verpflichtet werden. Und mein Vater ist dann zurückgekommen. Ich glaube, das war 65, muss es gewesen sein. Aber 1968 ist meine Mutter direkt nach Berlin gekommen zum Arbeiten und ein Jahr später mein Vater, 1969. Und wir heißt ich und mein kleiner Bruder, mit 8 Jahren ich, mit 4 Jahren mein Bruder, sind 1970 nach Berlin gekommen. Und seitdem bin ich hier. Und die Verbindung ist zu dem Vertrag. Ohne diesen Vertrag wäre ich wahrscheinlich nicht hier oder ich wäre erst im Studium nach Deutschland gekommen, wenn überhaupt. Man weiß es ja nicht. Das ist also meine direkte Verbindung. Vielleicht noch ein Hinweis. Meine Schwester ist sogar hier geboren an dem Tag oder einen Tag vorher, bevor wir mit meinem Bruder in Berlin gelandet sind. Also meine Familiengeschichte ist damit verbunden. Okay, meine Eltern und meine Geschwister sind 1983 für immer in die Türkei zurückgekehrt. Und seitdem, das ist schon ziemlich lange her, 1983 bis 2021, seitdem waren meine Eltern dreimal hier, meine Schwester dreimal und mein Bruder nur zweimal. Das heißt, sie hatten schon Deutschland schon kennengelernt. Wir haben andere Länder bereist in Europa. Das vielleicht auch dazu. Sind Sie mit dieser Werbung zurückzugehen, zurückgegangen? Da gab es ja so eine Aktion von. Ja, das ist schon so eine Rückkehrprämie, hieß es damals. Also ein Zuschuss des Staates oder des Bundeslandes. Aber das war nicht der Hauptgrund, weil das war sehr wenig. Also die erste Phase, es war, glaube ich, Ende 70er oder Anfang 80er Jahre, da gab es noch ein bisschen mehr Geld, als meine Eltern zurückgekehrt sind. Aber das waren mehr familiäre Entscheidungen, nämlich mein Bruder war im Übergang sozusagen von der Hauptschule zu einem Beruf. Meine Schwester war in der Schule ebenfalls in einem Übergang, wo ich dann gesagt habe, ach so, ich dazu auch noch die Universität. Ich war, glaube ich, im zweiten Semester oder im dritten Semester des Studiums und habe gesagt, geht jetzt. Nicht? Und die wollten mich natürlich nicht hier alleine lassen. Kein Einkommen, klar, kein Vermögen. Und wollten warten, bis ich das Studium beende. Und ich habe sie eigentlich mehr dazu gedrängt, habe gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, geht, weil die Wirtschaft in Deutschland, also 1983, war auch in einem Wendepunkt. Ich habe gesagt, das geht hier nicht gut, also macht, dass ihr in die Türkei kommt. Und das war auch eine gute Entscheidung, insbesondere beispielsweise die Gesundheit meiner Eltern betrifft, weil mein Vater war Fabrikarbeiter. Der hat sozusagen 83 aufgehört, 1983 aufgehört, in einer Fabrik, in einem Dreischichtbetrieb zu arbeiten. Also es war ein guter Entschluss. Ja, wunderbar. Und was ist Heimat für dich dann? Heimat, ja, das ist ein Begriff, wir könnten aufschlagen im Duden oder in einem Lexikon, was es im Allgemeinen betrifft. Ja, für mich ist Heimat dort in erster Linie, wonach man sich ja, sehnt, wenn man weg davon ist. Und zurzeit ist es die Türkei für mich, weil ich sehne mich insbesondere jetzt in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, wo man eben viele Hemmungen hat, für sich selber, aber insbesondere für andere Menschen, nämlich für meine Eltern in der Türkei. In dieser Zeit fehlt mir das schon. Es sind 15 Monate, wo ich eben nicht in der Türkei war. Das sind die Eltern, das sind die Geschwister. Meine Kinder, meine Frau, meine Freunde sind natürlich alle in Deutschland.
Und Deutschland vermisse ich, wenn ich in der Türkei bin. Klar, wenn die Familie, ich werde in wenigen Wochen in die Türkei reisen, werde alleine reisen. Es wird mir sehr viel Spaß machen, dort beruflich und privat unterwegs zu sein und Spaß zu haben. Aber ich werde mich danach sehen, nach meinen Kindern hier, jetzt sogar Enkelkind, können wir auch nachher dazu kommen. Das heißt, also die vierte Generation meiner Familie ist schon auf der Welt. Und das ist Heimat für mich als Begriff. Das heißt, die Türkei immer noch. Deutschland als Heimat zu bezeichnen, fällt mir immer noch schwer. Ich hatte das mal angefangen, ganz deutlich auszusagen, ja, meine Heimat ist hier, ich bin deutscher Staatsbürger mit türkischer Herkunft, bin in der Türkei geboren. Dieses habe ich versucht und dann bin ich damit nicht weitergekommen. Ich fühlte mich nicht akzeptiert von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland und habe das jetzt dann wieder zurückgeschraubt, wie es im Leben immer ist. Man versucht etwas und wenn es nicht angenommen wird, nicht, dann versucht man seine Liebe woanders. Nicht? Ist ja wie im Privatleben ja auch. Nicht? Und wenn man sich irgendwann mal nicht versteht, dann lässt man sich scheiden. Und so war es eben bei mir auch. Ich habe versucht, da viel zu werben, ja, als Bräutigam. Aber Deutschland hat dieses, zumindest wie ich es gemacht habe, nicht akzeptieren wollen, in der Allgemeinheit nicht, also in der Mehrheit nicht, so muss ich sagen. Natürlich habe ich sehr viele Freunde, die erstens keinen Wert drauf legen und zweitens sich freuen, wenn ich so etwas sage. Natürlich gehörst du zu Deutschland dazu nach 50 Jahren, aber die Mehrheit ist es nicht, die Politik ist es nicht und das ist das Entscheidende eigentlich, dass die Politik das nicht akzeptiert hat, dass sie das nicht fördert. Also so eine Menschen, die solche Aussagen treffen wie ich, ich muss sogar sagen, vielleicht sogar wie du, auch wenn du jetzt nicht hier im Mittelpunkt bist. Aber wir sind Menschen, wir möchten das gerne haben. Aber wenn es nicht akzeptiert wird, dann erzwinge ich das nicht und sage, meine Heimat ist in Izmir, wo ich geboren bin. Mhm. So eine Aussage möchte ich jetzt treffen. Aber wie gesagt, auch das fällt mir schwer, weil kein Mensch möchte nach 50 Jahren solche Aussagen treffen, die eigentlich, ja, ich weiß, dass ich hier sterben werde. Ja, in Deutschland. Ja, der Berliner Schnute, ja. Dialekt, würdest du ja immer durchgehen als Berliner. Logisch, jetzt, wo die Haare nicht mal schwarz sind, ja, es weiß wie bei einem Biodeutschen, der hat auch weiße Haare, wenn er in meinem Alter ist. Das heißt, man kann das kaum unterscheiden. Ich könnte ja noch mehr Berlinern, wa? Aber ich mache das nicht, weil wir ja jetzt hier öffentlichkeitswirksam uns zeigen. Sonst könnte ich das schon machen. Aber du merkst, es kommt immer wieder raus. Bei dir kommt es selten raus, muss ich sagen. Dein Hessisch, dein Bayerisch ist sowieso kaum vorhanden. Also zumindest ich höre es nicht. Aber bitte, ja, kommen wir zur nächsten Frage gerne. Ich bin ja hier nicht aufgewachsen, ich könnte Hessisch babbeln. Ja. Aber ja. Tag bist du denn noch mit der Türkei verbandelt? Du hast ja auch beruflich auch mit der Türkei viel zu tun. Und das ist auch interessant. Man könnte das ja so ähnlich machen wie zwischen Deutschland und Frankreich, die jahrzehntelang große Feindschaften hatten und nach dem Zweiten Weltkrieg sich bemüht haben, eben beide Länder sich anzunähern und dann sehr große Partnerschaften gegründet haben und jetzt auch stabile, freundschaftliche Beziehung haben. Wie siehst du das denn? Ist das denn möglich zwischen Deutschland und der Türkei? Ja, also zwischen Deutschland und Türkei gab es nie eine offene Feindschaft. Im Gegenteil. Also im Gegenteil heißt, also sehr viele Verbundenheit bis zum Krieg sogar, nicht? Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir vorstelle, in den Ende des 19. Jahrhunderts, als es dem Osmanischen Reich schlecht erging und Hilfe erbeten hat und bekommen hat vom Deutschen Reich damals. Also wenn wir das Berliner Kongress nehmen, wo viele Türken auch sagen, naja, da sind wir über den Tisch gezogen worden. Nee, die sind auch ziemlich viel gerettet worden durch Bismarck, ist meine persönliche Meinung dazu. Natürlich mit eigenen Interessen. Also kein Land hilft einem anderen Land, insbesondere wenn sie so weit entfernt sind wie Deutschland, wie die Türkei, ohne Eigeninteresse. Das geht gar nicht. Aber eben das Eigeninteresse war da, nicht? Also das, was Deutschland wollte, war eine stabile Türkei. Und da hat es schon angefangen. Aber viel, viel vorher haben wir ja schon diplomatische Verbindungen mit Deutschland.
Deutschland gibt es natürlich erst seit dem 19. Jahrhundert, aber die ersten Vertreter der Türkei, des Palastes in Istanbul, in Berlin, in Preußen, die reicht schon viel vorher ins 18. Jahrhundert hinein. Und wir hatten sozusagen, wenn man es jetzt mal symbolisch macht und sich einen Spaß daraus macht, den letzten Krieg, offenen Krieg, vor den Toren von Wien, ja, 1683. Und seitdem haben wir eigentlich immer nur zusammengearbeitet oder waren neutral. Wenn ich mir vorstelle, jetzt um das vielleicht zu ergänzen, was für viele Menschen unseres Alters und Jüngere ja interessant ist, im Zweiten Weltkrieg war es sogar so weit, also Erster Weltkrieg waren wir auf der gleichen Seite mit Österreich zusammen und gegen alle anderen. Und Nationen, die im Ersten Weltkrieg waren. Und im Zweiten Weltkrieg ist die Türkei ja erst in den Krieg auf dem Papier eingetreten im Februar 1945. Wir wissen, die Kapitulation von Deutschland war im Mai 1945. Das heißt, 2,5 Monate vorher ungefähr, oder ja, genau, keine 3 Monate vorher, hat die Türkei sozusagen Deutschland und Japan den Krieg erklärt. Warum? Naja, weil einfach die Vereinten Nationen, die dann gebildet worden sind, verpflichtet haben, gesagt haben, jeder muss jetzt seine Seite zeigen, haben die Türken gesagt, alles klar, machen wir. Aber es gab keinen Schuss, der abgefeuert wurde. Die Türkei hat Deutschland beliefert. Ob das gut ist oder nicht, das wollen wir mal neutral bewerten. Aber hat bis zum Sommer 1944 Deutschland mit notwendigen Rohstoffen beliefert. Wo Deutschland drin ist, in Organisation, angefangen von den Vereinten Nationen, bis auf die EU. Da ist die Türkei nicht mit drin. Und das Gleiche ist, für Deutschland ist überall drin, wo die Türkei drin ist, angefangen von Vereinten Nationen, aber nur nicht eben in den Organisationen islamischer Staaten, die sich ja auch immer wieder umbenennen, die es zurzeit gibt, gehört Deutschland nicht dazu. Ansonsten sind wir überall doch dabei. Überall. NATO, wir sind in G20 mit dabei, den Industriestaaten, in der OECD, überall in der Welt arbeiten wir zusammen und sehr viel hinter den Kulissen ist eigentlich mehr oder weniger harmonisch. Das, was wir natürlich als Bürger, als Normalnutzer, als Mediennutzer sehen, ist natürlich, sind nur die Zwistigkeiten, die viel, viel, vielfach, also in der Vergangenheit auch, was aus der türkischen Seite war, nach innen gerichtet war. Aber das kann man natürlich nicht dann verdenken, wenn eben auf der anderen Seite dann zu viel wird und Deutschland genauso nach innen gerichtet gegenüber der Türkei Schlagzeilen produziert. Aber im Allgemeinen würde ich nicht sagen, wie Frankreich, weil wir waren nie so kriegerisch gegeneinander, dass wir das kitten müssen. Deswegen wird es uns, weil du die Frage gestellt hast, wird es uns leicht fallen, wieder zu einem Niveau zu kommen, eben wie vor, sagen wir mal, wie vor 15 Jahren, wie vor 10 Jahren oder eben noch früher, wo es viel harmonischer war. Das wird schon klappen. Also ich bin da zuversichtlich. Was glaubst du, was wir in Deutschland noch tun müssen, damit sich die Einwanderer hier, insbesondere auch Menschen aus der Türkei, wohler fühlen? Was muss noch, ja. Woran muss noch gearbeitet werden? Ja, danke für die Frage. Danke für die Frage. Sofort fällt mir ein Bild oder kommt ein Bild mir ins Gesicht. Angela Merkel, um sie herum die erste Generation von Türken. Ich weiß nicht, ob da auch Männer waren oder nur Frauen waren, aber die erste Generation, also die älteren Herrschaften unserer Elterngeneration um sie herum. Und sie hat sich bedankt bei dem. Sie hat sich bedankt für das, was sie im Leben für Deutschland, also mit, natürlich hat jeder, kein Mensch arbeitet für Deutschland, bis auf wenige Berufe, die eben damit direkt mit Deutschland zu tun haben. Jeder arbeitet für sich, aber eben die Gemeinschaft macht ein schönes Deutschland daraus, weil wir an unsere Mitmenschen denken, weil wir produktiv sind, etc. pp. Und das Gleiche gilt auch für die Türken. Die waren, natürlich haben sie für ihre eigene Geldbörse gearbeitet, für ihre eigene Zukunft, für ihre eigenen Kinder. Aber damit haben sie ja Deutschland mit aufgerichtet. Nicht? Es wird natürlich von rechten Kreisen immer wieder verneint, was ich natürlich vehement ablehne. Und da eben als Bundeskanzlerin, als Regierungschefin, die das auch nochmal unterstrichen hat.
die haben in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, aber auch heute, wenn wir alleine an das denken, was zurzeit aktuell ist, weil wir werden ja jetzt sicherlich nicht zeitlos in 20 Jahren das hier im Internet senden, sondern kurzfristig eben die Pandemie. Was haben zwei deutsche Wissenschaftler mit türkischem Namen, nämlich Uğuşay und Özlem Türeci, nicht geleistet für die Welt? Alle Welt hat aufgeschaut, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch sehr viel für das Image der Türken getan, nämlich einen Namen, den keine Welt außer Türken aussprechen kann, nämlich ein G, der nicht, ja, wir sagen immer weiches G, Ur, ja, Deutsche würden Ugur sagen. Und das haben eben die Chilenen oder die auf den Falklandinseln oder die Eskimos eben auch gelernt. Haben gesagt, Mensch, ist das nicht schön? In Deutschland gibt es Menschen, die eben für uns Hoffnung gegeben haben, Licht hinter, am Ende des Tunnels gezeigt haben. Dass danach die anderen kamen, ist was anderes, aber das waren die Ersten. Und das hat für Deutschlands Image sehr viel gesorgt und für die türkische, für das türkische Image. Und ich finde das wunderbar, in dieser Kombination können wir viel mehr machen, diese Anerkennung, deine Frage direkt zu beantworten, diese Anerkennung, dass es diese Menschen gibt und diese Menschen hier willkommen sind. Und das muss von ganz oben gesagt werden. Das heißt, vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler oder Kanzlerin, zukünftig in 3,5 Monaten. Das heißt, wenn das geschieht, dann gibt es Menschen wie ich, die 50, dann später 60, 70 Jahre hier leben und sagen, natürlich ist Deutschland meine Heimat. Ja, meine Eltern, meine Ureltern kamen aus Urgroßeltern, kamen aus der Türkei, aber meine Heimat ist Deutschland. Hier lebe ich, hier sterbe ich, hier bin ich solidarisch. Aber wenn das nicht geschieht, wenn diese Menschen eben dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Empfangenwerden nicht spüren, warum sollten sie um Gottes Willen sagen, das ist meine Heimat, ich stehe dazu. Man kann doch Liebe nicht erzwingen. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung von dir. Wie viele türkischstämmige Unternehmer in Deutschland gibt es und wie viel sind sie eigentlich am Bruttosozialprodukt beteiligt und wie viel Arbeitsplätze sichern sie etc.? Ich glaube, dass du dazu sowieso gerade auch eine aktuelle Arbeit verfasst, einen Artikel verfasst. Kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen zum Schluss, bevor wir zum Ende des Interviews kommen? Ja, sehr gerne. Konkrete Zahlen haben wir nicht. Also die deutsche Statistik, das hat nicht nur Datenschutzgründe, sondern die werden einfach nicht erfasst. Nämlich Menschen, die die türkische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, die werden einfach nicht von den Gewerbeämtern. Arbeitgeberin und. Ja, genau. Nicht damit, aber hast du deutsche Staatsbürgerschaft oder türkische? Ja. Ich habe die deutsche. Türkische auch? Die türkische habe ich nicht mehr. Nee, dann bist du weg. Du bist nicht in der Statistik. Ja. Ja, also in der offiziellen Statistik bist du nicht dabei. Weil eben nur die deutschen Staatsbürger, beziehungsweise nicht die Deutschen, die Deutschen, klar, du bist als deutsche Staatsbürger, hast eine Gewerbeanmeldung und eine IHK-Mitgliedschaftsanmeldung gehabt. Und damit bist du in der Statistik Deutsche. Und die Türkische haben, die kommen als Türken. Alles andere eben, dass du eine ehemalige Türkin bist, also mit ehemaliger Staatsbürgerschaft, das wird nicht erfasst. Und das erschwert, aber wir können roundabout sagen, also rund 100.000 türkischstämmige Menschen haben Unternehmen oder sind selbstständig tätig, eben mit einem Anwaltsbüro, mit einem Architektenbüro, weil das ist alles mit drin. Und man kann davon ausgehen, dass sie auch ungefähr 450.000 Menschen Arbeitsplätze geben, verschiedener Nationen. Das sind also nicht nur türkische Mitarbeiter, die diese Menschen haben. Und so über den Daumen über 40 Milliarden umsetzen. Das bedeutet aber eben nur die Unternehmerschaft, die so viel erwirtschaftet und damit eben Steueraufkommen produziert und provoziert. Aber natürlich dürfen wir nicht die ganzen Arbeitnehmer vergessen, die ebenfalls natürlich dazu beitragen, dass eben bei uns Straßen gebaut werden, Kindergärten, Schulen unterhalten werden und so weiter und so fort. Also einen maßgeblichen Anteil haben mit ungefähr
3,2 Millionen Menschen mit, die aus der Türkei stammen. Also entweder die Eltern sind in der Türkei geboren oder sie selber sind in der Türkei geboren. Und so diese Zahl dieser Menschen, egal welche Staatsangehörigkeit sie haben, sind 3,2 Millionen. Und das ist eine der größten Minderheiten, die wir in Deutschland haben. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich herzlich. Du hast eine Lanze gebrochen für alle Menschen aus der Türkei. Sind ja auch unterschiedliche Ethnien, aber alle, die aus der Türkei hier sind, haben natürlich hier sehr, sehr viel geleistet für die deutsche Wirtschaft und müssten sich eben durch bessere Anerkennung auch hier zu Hause fühlen und auch hier alt werden wollen. Und da müssen wir noch ein bisschen was machen, habe ich aus dem, was du gesagt hast, gehört. Ja. Ich bedanke mich für deine Arbeit hier in Deutschland und freue mich, dass du mitgemacht hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass ich da eben dazu etwas sagen könnte. Aber 50 Jahre in 15 Minuten, dann geht es nur so weit. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Ja, bis dann.